Willkommen bei Gametainment. Es wird wieder ausgepackt und nachdem wir uns die Hörlux HL1012 der HL1-Serie schon angeschaut haben, packen wir heute mal die 1200er aus zum ausgewogenen Klang. So, die Box schick gehalten, schlicht, ne, in Schwarz-Weiß mit Logo, einmal der Verpackungsinhalt. Nehmen wir einmal die Caps. 3,5 mm Klinkeanschluss, dann Memory Foam Überzieher bzw. so ihr In-Ears und natürlich Standard Kappen. So, stellen wir das Ganze mal hier beiseite. So, auch hier haben wir den wunderschönen Karton hier. Es ist ein richtig schickes Ding mit Logo und Schriftzug der Firma. Wird nach oben abgezogen. So. Stelle ich mal an die Seite. Da haben wir die guten Stücke schon. Die ziehe ich jetzt mal raus und dann gucken wir erstmal, was noch im Karton ist. Noch im Karton haben wir einmal ein Reinigungstuch und das hübscheste kleine Aufbewahrungstäschchen aus schwarzem Jeansstoff mit ja, bedrucktem Hörlux-Logo. Und natürlich, wer aufgepasst hat, weiß, was fehlt. Hier in dem kleinen Päckchen, was ebenfalls das Firmenlogo trägt. Bedienungsanleitung bzw. Schnellstartanleitung. Hier haben wir einmal normale Caps zum Tauschen. In klein und groß sind sie dabei. Na, wem die Standard-Medium, die aufgezogen sind, nicht passen. Und genannte Memory Foams. Kennt man so ein bisschen von Oropax, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Die werden draufgesteckt, dann kann man die so zusammendrücken und ins Ohr packen. Ja, oder so ein bisschen rollen und ins Ohr packen. Und dann behalten die halt die Form. Also die passen sich richtig schön ins Ohr an. Dann ist man wirklich in einer anderen Welt. Also das ist schon eine interessante Sache. Werden wir dann mal testen. Kommen wir nun zum HL1200 selbst. Also das sind die Earcaps, die werden einfach aufgeklipst. Ja, damit einfach sieht ein bisschen schicker aus, ne, wenn das dann in Rot entsprechend drauf ist. Wir können sie mal aufklipsen. Zack, und schon sind sie drauf. So, aber hier ist das gute Stück, beziehungsweise eins der guten Stücke. Sehen richtig schick aus, super leicht, also wirklich extrem leicht. Ich ziehe sie jetzt mal komplett hier raus. Also die sind wirklich extrem leicht, das ist wirklich krass. So einmal hier so eine Zugentlastung bzw. die Teilung in die zwei In-Ears. Kann man das hier nochmal so ein bisschen zurechtziehen. Ja, kann man sich das anpassen, wie man das so von In-Ears kennt. Die werden also eingehangen hinter die Ohren, ganz leicht eingehangen und ins Ohr reingepappt. So, und das Ganze natürlich mit zwei Steckersystemen. Ist natürlich winzig klein, aber kann man einigermaßen erkennen. Sind, ach, so, also es ist ein echt krasser Widerstand, also die flutschen auch nicht einfach raus. So, der Test folgt auf gametainment.de. Das waren die Hörlux HL1200. Wir werden die jetzt mal ausgiebig testen, unter anderem auch im Stream. Also schaut einfach mal auf gametainment.de rein. Da gibt es nicht nur dieses Unboxing, sondern auch ganz viele andere Technik-News und den kommenden Test zu den HL1 bzw. konkret die Modelle 1200 und 1012, die wir vorher schon ausgepackt haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, schaut mal auf gametainment.de rein. Da werdet ihr unter anderem auch den Test zu diesen schicken Dingern finden.